Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Backpack Hero Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir in die 1.0 Version reingeschaut. Wir machen heute weiter. Müssen diesem Dorf helfen. Und ich habe hier so gerade, während ich hier am Vorbereiten bemerkt, wenn die Leute irgendwas von einem wollen, in diesem Menü, was ich hier gerade über mir habe, die was wollen, die leuchten so auf. Und die nichts wollen, die sind so dunkel. Also beispielsweise der Bürgermeister, der will jetzt was von uns, dieser Kühlwisch, der will ja eine Taverne haben. Und sie wollte dieses magische Gebäude, was wir logischerweise noch nicht bauen können. Dann hätten wir Tote und ja, dann würde es ein weiteres Gameplay geben. Und er will halt Fische haben. Das ist einfach, dass ich mir merken muss, dass ich Fische mitnehme. Jetzt gerade können wir aber nur auf ein Abenteuer gehen. Überlege ich gerade, welches Kostüm. Wir nehmen mal das hier. Müssen nicht in Edge-Slot nehmen. Bogenschießen-Unterricht. Hier bekomme ich zwei verschiedene Sachen. Zaubern ist mies. Dann machen wir die Zaubererschule. So, das Mana muss man nicht direkt daneben sein. Ist das jetzt verbunden? Ich hoffe einfach mal. Mana hatte ich damals schon nicht verstanden. Wir sind sonst immer zur Krypta gegangen, wir gehen heute mal zur Stachelgruft. Dafür müssten wir ja mittlerweile den Schlüssel haben. So, rein in die Olga. Ich glaube, ein kleines Spiel Stückchen mache ich das Spiel noch mal leiser. Muss ich mir merken, das Spiel ist halt echt arschlaut. Und das, obwohl ich es in-game so leise gestellt habe. So, hier ist Aufrufezeichen. Vision der Gefahr. Okay, du machst 4 Block, wenn ich dich nutze. So. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Ach, du fügst, du benötigst keinen Mana, dieser Stab. Der benutzt meine Ausdauer und jedes Mal, wenn ich den nutze, dann kriege ich 2 Mana dazu. Ein Mana. Und damit kann ich mir ein bisschen Verteidigung gönnen. Okay, ich muss den hinteren immer zuerst umnieten. Ich will auf jeden Fall das Mana verbinden. Noch einen Übungsstab brauche ich nicht. Kann man mal mitnehmen. Einen Schlüssel nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist kontraproduktiv. Dann nehme ich den Trank noch mit. Und das packe ich mal hier oben ins Eck. So, was haben wir denn Schönes? So, der Stab wird doppelt geboostet. Vorerst. Und dann können wir nur wieder kämpfen. Ich gehe mal zuerst auf den da. Das hebe ich mir für später auf. Obwohl, brauche ich mir nicht aufsparen. Ah, der kann nur einmal Mana hinzufügen. So, wir haben wieder ein Level Up. Ich mache extra eine Ecke, wo der Block hinkommt.
damit er mich nirgendwo stört. Ein Rad, wenn genutzt, bewegt sich vorwärts, bis es von etwas gestoppt wird. Wenn es fähig ist, sich zu bewegen, dreht sich im Uhrzeigersinn, wenn sich das bewegt, angrenzende Waffen erhalten plus in diesem Zug 5 Schaden. Okay, wirkt mir jetzt nicht sonderlich stark. So, jetzt habe ich ein Mana-Netzwerk von 3. Da kriege ich ein bisschen Erfahrung. Ich habe kein Essen. Außerdem habe ich einen Mana-Run. Ich muss ihn zuerst ausschalten, weil der haut ab, wenn er allein ist. Ah, okay, der muss daran angrenzen, merke ich mir. Ach komm, die 2 Schaden. Einmal kurz rumorganisieren. So. Dann kriege ich noch was geschenkt. Nutze ich einfach mal. Kann nichts machen. So, ich füge mir mal Regeneration hinzu. Regenerieren, tot. Ein Fass. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fass eigentlich ganz gut sein könnte. Aber gerade kann ich es nicht gebrauchen. Oh, hier haben wir einen Händler. Was haben wir denn hier? Hungriger Mana-Stein. Ist alles unpraktisch, aber ich verkaufe dir mal die ganzen Saphire, würde ich sagen. So gut sind die jetzt auch nicht. Die 3 Angriff, die schenke ich mir. Eine Einsiedlerkrabbe. Und tot. Da, das ist schon viel praktischer. Ich wollte den nur umräumen. Dann kann ich mir ein, zweimal Energie noch gönnen. Ein paar Mal mehr draufhauen. So, der ist tot. Ich als nächstes auf dich. Ist nur noch die Schnecke da. Okay, ein Mana mehr. Ich kann meinen Angriff boosten. Nee.
Ansonsten ist ja jetzt nichts wirklich Geiles dabei. Hier ist noch mein Händler. Okay. Lederkappe bringt mir, glaube ich, gerade mehr, oder? Ich verkaufe dir mal den. Den Stab habe ich, dass ich mich damit heilen kann. Das würde vier Felder halt einnehmen. Das könnte ich mir jetzt gerade überhaupt nicht leisten, das Ding. Sonst würde ich den tatsächlich nehmen. Das wäre ein Zauberstab zum Angreifen. Es würde mir nichts bringen. Also ziehe ich erstmal in den Kampf. Meine Abwehr wurde erhöht. Aua. Nee, das wird schief gehen. War kein guter Run. Oh mein Gott, meine Liebe! Diese Stadt so schäbig! Als ich von einem gemütlichen Dorf im Ochsenwald hörte, dachte ich an Idylle. Oder zumindest Landromantik. Nein, das geht einfach nicht. Meine Augen schmerzen von der Kargheit. Den riesigen Flächen von nichts. Das Glück, dass ich gekommen bin. Ich bin der illustre Toadfick Wardsley. Ja, und ich habe eine Vision für diese Stadt. Schön blühen, aber dezent. Zusammen, meine Liebe, können wir dir eins erreichen. Erlaube mir, dir eine neue Dekoration anzubieten zum Start. Ein Itempodest. Stell dies auf und du kannst jedes Item, das du mitbringst, präsentieren. Zeige wirklich, dass du ein Auge als Sammler hast. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Einen Ort, an dem wir mehr Accessoires erforschen können. Okay, eine Werkstatt. Damit kann dein Rucksack selbst zur Dekoration werden. Der Preis für Accessoires ist nicht niedrig, aber die Belohnung ist hoch. Ich habe noch ein paar Ideen für eine aufstrebende junge Ratte wie dich. Mach weiter mit der Forschung und ich werde meine Pläne konkretisieren. Okay. Wenn sonst nichts ist. Aber den letzten Look ausprobiert, aber der sieht so traurig aus. So, erst die Kiste. Die fake ist. Okay. Ein bisschen mehr Abwehr. Würfe zum Rerollen. Und einen Trank zum Nutzen. Okay, nochmal Apfel hinten dazu. Den kompletten Schaden kann ich nicht abwehren.
Ihr Saphir wäre es nicht wert. Tot. Okay, hier ist wieder diese nee, das ist der Stab zum Angreifen, brauche ich nicht. So, der wäre schon mal RIP. So, ich muss keinen Schaden nehmen. Und tot. Okay, damit kann ich Mana regenerieren, wenn ich Lust drauf habe. So. Zwei Rüstungen. Auch mehr Abwehr. Ja, mach dich selber kaputt. Lass einfach die Stacheln für mich arbeiten. Passt. Wie kriege ich es denn hin, dass da Mana durchfließt? Muss das da zwischen sein? Schaden. Schaden. Ich könnte eigentlich diesen magischen Stab nehmen und dann einfach das Buch nutzen, um mir Angriff zu machen. Okay, den mit dem Vogel immer zuerst. Motorzauberstab. Okay, ein Gegner 3 Schaden zufügen. Er macht einen Mana Mech. Aber passt ja eigentlich. Ist ja genau das, was ich eigentlich vorhabe. Den nutzen. Das Buch. Dann mache ich die Energie zum Mana und mit dem Mana greife ich dann an. Passt eigentlich. So, noch ein bisschen Abwehr an sich mehr. Das Mana-Helm, das verkaufe ich noch bei erstbester Gelegenheit. Ich finde das nicht so geil. Was haben wir denn hier? Nein. Ich glaube, von dem Zeug lohnt sich nix. Gehe ich lieber weiter. Das Zeug lohnt sich nicht.
Was hast du denn zu erzählen? Siehst eine Mauer vor dir und denkst, du musst umkehren. Da wird einem klar, ist es kein Monster, sondern ein riesiges Nagetier. Ein Wasserschwein. Hallo, Freund. Er sagt, ich suche einen Elementen dieses Typs. Magie. Nehmen. Er nimmt ihren Artikel. Das ist großartig, sagte er. Vielleicht möchtest du stattdessen eins davon? Okay. Okay, damit kann ich mir was hinzufügen. Das will ans Buch angrenzen, soweit ich das sehe. Na gut, dann weiter. Okay, der macht nur einmalig einmal Schaden. Mana-Stein. Angrenzende oder diagonale Mana-Steine werden zerstört. Wenn ein angrenzender oder diagonale Mana-Stein zerstört wird, Kosten werden dauerhaft um 1 erhöht. Mehr Abwehr. Sollen sie sich doch selber kaputt machen. Lass einfach die Stacheln für mich arbeiten. Okay. Noch mehr Mana. Okay, wir hatten jetzt 5 Mana Stones. Okay. Ein Erfolg. Ich muss gucken, dass ich am Anfang jeder Runde mindestens ein Mana habe. Ansonsten könnte ich jetzt nichts mitnehmen. So. Regeneration erhöht. Nee, dann nehme ich glaube ich lieber wieder den Übungsstab. Wenn ich Mana wenigstens regenerieren und nicht dauerhaft für immer weg haben. Ich hätte gern einen Laden. Also ich kann die Mana-Steine hier verwerten und auf ihn hier überspeisen.
okay, dann so kann ich platzsparender sein. Den will ich eigentlich direkt daneben haben und nutzen, um die anderen Mana-Stände kaputt zu machen. So, einen bin ich schon mal los. Pack den mal daneben. Da ist ein Händler. Ich wollte eins der Teile hier verkaufen. Die darfst du mir beide einmal andrehen. Ja, jetzt könnte ich die Stäbe wechseln. Den verkaufen und den nehmen. Dass ich halt komplett mit Mana arbeite. Nehmen wir euch die Schuriken. Beleben. Erfahrung. Na gut, den Dart kann man eventuell jemanden an den Kopf werfen. Oh, ein Handel. Seltenste, was ich ihnen geben könnte, wäre der Flammenedelstein. Ich gebe, glaube ich, einen Faden ab. Pack den hier rüber und pack den Faden hier unten hin. Ja, toll. Nee, behalt die Matroschka. Baumaterial. Alles kein Nutzwert. Okay. Nee. Schmeiß einfach mal in der Mitte runter. Ist eigentlich nichts Prickelndes dabei. Könnte man nehmen. Ist ja das Beste, was ich jetzt hier gerade machen kann. Das Schneidebrett kann ich kaum gebrauchen und das kann ich kaum im Vergleich nicht gebrauchen. Bringt mir das mehr. Das Mana nutze ich dann für Buffs. Okay, wir sind am Ende der Stachelgruft angekommen. Ein böser Hahn wartet hier. Ich lege erstmal den Dartpfeil ab. So, ein bisschen Platz wurde geschaffen.
Und das ist alles noch miteinander verbunden. Das hätte ich aber gerne irgendwo vorher schon gehabt. Ich lad mal meinen Mana auf. So, nochmal Mana aufgeladen. Kann ich jetzt auf Angriff gehen? Hier ist nochmal eine Kiste. Instabiles Mana jetzt generell freigeschaltet. Und habe einen verlorenen Funke bekommen. Meine Blaupauschen sind fertig. Als erstes brauche ich eine Werkstatt. Könntest du eine für mich einrichten? Noch mehr zu bauen. Sag Bescheid, wenn du eine Schreinewerkstatt hast. Sonst noch was? Deinen Fisch habe ich nicht, aber dir kann ich deinen Punkten geben. Gute Arbeit, so viel Zeug zur Bank. Leute von der Ehre danken dir. Es gibt immer noch mehr Bereiche zum Verschenken. Hast du verlorene Funken für mich? Ja, eine verlorenen Funken noch, dann haben wir es. Können wir einen Bereich mehr erkunden. Die wollen Gebäude gebaut haben. Der Mana-Stein war richtig geil. Ich kann die Sachen leider halt nicht mit runternehmen, ne? Wer von euch war es, der die Schule hatte? Ich glaube, du. Ja, nee. Ich glaube, ich muss dafür generell zum Schulhaus. Oder? Oh, das Buch hätte ich vielleicht behalten sollen. Bei der Bibliothek konnte ich Sachen freischalten. Du warst es, oder? Ja, dir konnte ich die beiden Sachen geben. Die Patrouille. Lange haben wir unter König gelitten. Unsere Freunde und Familie mussten den Dungeon erkunden, um die Klassen eines selbstgefälligen Tieres zu erfüllen. Nicht mehr Leute von Orkshire. Heute schlagen wir zurück. Ich habe ein neues Kostüm. Und das hier. Hunde. Über ihnen kreist ein Geier. Darunter vier Banner. Nach 30 Tagen kam es herab und riss die Hunde auseinander. Die übrig gebliebenen segelten zurück zu ihrer Insel in einem fernen Land. Nee, das war's. Ich könnte noch mal so einen Magie-Run anzetteln. Kann ich irgendwas bauen? Ich könnte ein Haus bauen. Das habe ich noch nicht. Die Kaserne konnte ich auch bauen, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Aber was hat das schwarze Brett denn so zu sagen? Okay. Du startest mit diesen Items, du musst sie während des gesamten Runs behalten. Okay, da kriege ich die Eiscreme für das eine Ding hier.
Das habe ich hier so gesehen, eine Nebenquest. Ach, um die Sachen freizuschalten für diese einen Relikte da, ne? Na, oh, was ich da alles abliefern muss. Wo ich ja teilweise die Startwaffe sogar mitbringe. Warte mal, vollendet. Ich mache einfach nochmal einen Zauberer-Run. Eventuell habe ich dann Glück und kriege ein Buch, weil ich glaube, anders käme ich nicht an ein Buch ran. Obwohl, vielleicht kommt ja nochmal irgendwas mit Magie. Ja, da würde ich mit dem Teil starten. Was war besser, die Eiscreme oder der Stoßzahn? Dann wird die Energie jede Runde mehr. Die Eiscreme war definitiv besser. Dann mache ich die Eiscreme zuerst. Oh, ein Visionsmagier. Riesige weiße Untertassen starren dich an. Und zum Blitzen nehmen sie alles auf, was um sie herum passiert. Der Vorschlehrling richtet seine Augen auf dich. Ich habe eine Vision, sagt er. Es ist meine erste. Wie sollen wir sie benutzen? Ich kann beides nicht gebrauchen. Wäre für den Magiewahn gerade eben ganz gut gewesen, aber jetzt gerade ist es echt Müll. Ja, gegen das Gift konnte ich nichts machen. Ich nehme den Guppi mit. Bei dem brauche ich. Ja. Kriegst du endlich deinen Fisch. Ach, für ihn brauchte ich das. Das ist definitiv ein Fisch. Ein kleines Dankeschön für deine Mühe. Eine Quest. Wo ich nur mit Fisch kämpfe. Wie fischig. Ich schätze die Fische. Vielleicht können wir hier in der Stadt noch mehr fangen. Eine Angelhütte. Okay, das wird in der Nähe von dem Fluss natürlich hingestellt. Da haben wir es. Mindestens eine Quest konnten wir schon mal abschließen. Ein Erfolg für heute. Kann ich irgendwas bauen? Die Angelhütte könnte ich instant bauen. Den Tischler kann ich bauen. Die Schmiede. Ich würde sagen, ich baue die Tischlerei. Die kommt hier oben hin. Da gehe ich dann auch direkt hin. Okay, das Ding baue ich nochmal um. Hier kann ich Deko erforschen, den Steinbruch. Kriege ich Baumaterial. Für Steinwege kriege ich dann mehr. Noch mehr Deko. Okay. Ein Forschungsding. Eine Bank. Ach, den Guppi, den habe ich jetzt immer noch. Den hätte ich schon verkauft. Die 30 kann ich abgeben. 7 Baumaterial habe ich nicht. Da kann ich noch rein investieren.
Das kommt dann doch ein bisschen weiter hier unten hin. Und dann muss ich wieder in den Dungeon. Ich kann ein Relikt mitnehmen. Dann treffe ich auf Parcel. Gebe ich ihm das Relikt einmal mit. Gebe ich ihm einen Ring mit. Ich glaube, ich gebe die Rüstung auch noch mit. Behalte den Herzstein. So, damit kannst du dann ruhig abhauen. 0111011100110001. Hier ist irgendein Roboter. Die Wand bricht auf. Im Inneren sieht man einen riesigen Abgrund. Grüne Augen spähen hinaus. Du erkennst sie als die Augen eines Raubtiers, dessen Geräusche heilen heraus und macht dir ein Angebot. Nein, danke. Ich will keinen Fluch. Ein roter Fuchs im Dunkeln. Der Fuchs tritt aus dem Schatten hervor. Du bist Beute, sagt er. Wenn wir kämpfen, werde ich kurz einen Prozess mit dir machen. Bist du Freund oder Feind? Ich bin Freund. Er nickt und tritt zur Seite, um dich passieren zu lassen. Dein Schwanz zuckt instinktiv. Du hast Glück, dass er dich nie am Leben gelassen hat. Wahrscheinlich könnte man den bekämpfen. Und der würde einem richtig krasses Zeug geben. Er zieht sein Schwert und kommt langsam auf dich zu. Ja, das ist so eine Art Mini-Boss. Okay. Runde greift er nicht so wirklich an. Acht Schaden oder das Ding nehme? Ich nehme das Ding. Das Ding stört mich eher weniger. Ist ja easy. Warum nutze ich das Totem eigentlich nicht? Gerade greift er ja nicht an. Ich sollte das Innenteil eventuell wirklich eher da drauf packen. Das Teddybär-Schwert. Ein Plasma-Schwert. Okay. Ich habe das Fuchsrapiers. Der würde weniger Platz einnehmen, der Schild. Das Ding kann ich nur zum Verkaufen gebrauchen. Plasma-Schwert kann ich ruhig mitnehmen. Und momentan ist das Teddybär-Ding tatsächlich wesentlich stärker als dieser Rapier. Krieg ich den Schaden gerade so nicht geblockt. Ja, ich sterb jetzt. Was schicke ich denn nach Hause?
Wenn ich noch einmal versuchen mache, dann komme ich halt nach unten. Schicke ich das Ding nach Hause. Und der läuft ja gar nicht. Da will eine Rüstung hin. Ich kann so ja auch sehen, dass irgendwo Forschung gewonnen wollen würde. Zum Pascha will ich einmal. Da wollte ich das Ding verwerten. Du warst Pascha. Ich wusste, irgendwo brauchte ich diesen Ziegel. Ist das Gute, man kann nachgucken, wo es eventuell gebraucht wird. Da könnte ich das seltene Ding abgeben. Das Relikt zählt auch. Jetzt habe ich nur noch den Brief und das Schwert. Das Schwert behalte ich mal. Ich kann gerade eh nichts bauen. Haben wir aber was anderes als diese drei hier, weil das kriegen wir nicht geschissen. Die Eiscreme kann gut sein, aber es ist echt schwer, sie freizuschalten. Einwand will ich noch versuchen. Geben wir auch Bogen. Haben wir ein bisschen Bogen. So, ich gehe einfach mal hier in die... Hier rein in die Krypta. Erstmal Kampf. Ah, okay, das sollte ich weit links hinpacken. Ach, leck mich doch. Den hinteren muss ich ausschalten. Gar keinen Schaden. Ich sollte einmal umorganisieren. Bogen ist echt kacke. So, jetzt wird umorganisiert. Das mache ich ja niemals Damage. Ich würde den Run eigentlich sogar direkt nochmal neu starten. Komm, bring mich um. Ich will, dass der mich umniedet. Starte nur neu. Und schick schon mal den Bogen nochmal nach Hause. Ich habe jetzt begriffen, wie man den nutzen muss. Bogen schießt unter. Ich denke, muss ich erst lernen. Hinter den Fallen darf halt nichts sein, sonst machen die kaum Damage. So, dich zuerst umnieten, weil du kannst dich heilen.
einen schon mal losgeworden. Ach, blocken, schießen. Ich käme eh nicht durch die Verteidigung durch. So, muss ich ganz kurz meinen Hund rausschmeißen. Jetzt muss ich so arbeiten. Das nehme ich mal mit. Ich mache meinen Schaden zwar leicht geringer, aber ich nehme Verteidigung mit. Pack den nach oben und dann kriege ich tatsächlich mehr Verteidigung, als ich gerade habe. Musst du den jetzt aufhalten? Ich kann seinen Angriff genau blocken. Nee, den normalen brauche ich nicht. Und tot. Ich muss halt so arbeiten, dass ich nach rechts das die ganze Zeit arbeite. Ein weiterer Fall bringt mir halt wenig. Den Schuriken kann ich einfach instant werfen, dasselbe geht dafür. So, einer weg. Dann gehe ich auf dich. Dich kann ich ignorieren, du stirbst so oder so am Gift. So, jetzt sterben beide am Gift. Mach ich mal einen da drüber und dann gehe ich in die Richtung. Warte. Machen wir es direkt schlau, dann gehe ich mit allem dort auch direkt nach Reihe wieder nach hinten. Ich könnte den Schleifstein ruhig mitnehmen. Und die kann ich einfach im nächsten Kampf direkt verwerten. Kiste nehme ich mir als letztes. So, tot. In Gefahr muss ich mich gar nicht erst herumschlagen. Alles, was ich instant verwerten kann, kann ich ruhig mitnehmen. Oh. Ein besserer Fall. Leider nur einer davon. Ein Bogen zählt nicht als Waffe, oder wie? Was für ein Schwachsinn. Was ist das denn?
Ich werde es nicht rausfinden. Was haben wir denn hier? Kontraproduktiv. Matroschka ist ein Fluch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass auch nur eins davon irgendwie praktisch ist. Verteidigung kann ich ja ruhig mitnehmen. Mit dem Bogen kämpfen ist auch ein interessanter Run. Jetzt hätte ich Stachelschuppe ruhig mitnehmen können. Ah, der nutzt in beiden Richtungen die Pfeile. Und der erhöht sich nicht. Alles in allem ist der besser. Das kann ich nach hinten packen. Die nutze ich sowieso im nächsten Kampf. Tot. Nochmal ein besserer Fall. Rest ist Müll. Das Traurige ist, bei dem Bogen kann ich aber leider nicht viel mitnehmen. Ich muss die Runde komplett blocken. Glaub dich, kann ich umnieten. Jetzt habe ich ein Problem weniger. Einfach schießen. Wieder Uga Buga. Könnte ich einmalig verwenden. Zusammen damit. Bringt mir halt sonst nichts. Schuriken noch mal für ein bisschen extra Damage. Okay. Der Flammenbeutel wäre gut. Der Hoodie hält sich in Grenzen. Nahrung. Kraut, keine Ahnung, was man damit macht. Nehme ich. Dann machen die beiden auch noch zusätzlich Feuerschaden. Bringt mir jedenfalls mehr als das davor. Die Unnütze. Ja, den Rüstungstank kann ich einfach verwenden. Packe ich dahin. Nehme ich das für Geld mit. Und ich glaube, jetzt kommt schon Boss. So, einfach die Totems dafür verwendet. So, jetzt kann ich ruhig den Rüstungstank nutzen. Der Schleifstein, der bringt mir halt eigentlich auch recht wenig.
bisschen kann ich was blocken. Einmal schießen und der ist finito. Oder er stirbt so. Ja, geschafft. Das war wesentlich einfacher als das mit der Eiscreme. Okay, da kommt jemand Neues. Der Meisterbogenschütze. Diese Stadt braucht einen Retter. Ja, aber du kannst es schaffen. Du hast das Bogenschießen-Training abgeschossen, aber es gibt noch viel zu lernen. Baue dies, damit wir mehr erfahren können. Ein Fallmacher. Nein. Dort können wir neue Pfeile und Bogen erforschen. Ich will aber nicht. Bögen sind Kacke. Hier, nimm den Schleifstein, den Lamellenschild. Habe ich das schon mal. Du willst ein Buch haben. Das Problem ist, ich habe kein Buch. Irgendwo ein Punkt, wo ich das abgeben kann. Das kann ich bei dem Schreiner abgeben. Das kann ich bei Pascha abgeben für das Ackerfeld. Die Ackerfelder kann ich ja um das andere ziehen. So, zum Tischler damit. Einen Ring habe ich nicht, einen Zauberstab. Nochmal ein Zubehör. Schuhwerk hatte ich nicht mitgenommen. Konsum-Item ist auch schon verbraten. Das können wir ausgeben. Die 7 machen jetzt wirklich nicht den Braten fett. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich dieses Bogenschießer-Ding habe, dass die Forschung dort auch die Bögen haben will. Deswegen verkaufe ich die mal nicht. Ich gebe jetzt nur das ab. Auch die Pfeile behalte ich mal. Du willst, dass ich die Bogenschießerei baue. Das Ding ist... Ach, das Ackerland, das kostet mich auch ein bisschen was. Die Taverne, die habe ich noch nicht, ne? Ne, die habe ich noch nicht. Ich halte mir mal die Taverne fest. Die Taverne, das Gewächshaus kostet nicht viel. Den Fallmacher können wir instant herstellen. Packe ich hier unten mal in die Ecke. Die Wege, die kommen auch noch irgendwann alle. Wie viel kostet mich denn so eine Bank? Ach, die kostet ja auch richtig viel. Ja, und jetzt reicht das nicht mehr für die Taverne. So, mal kurz gucken, will der Fallmacher wirklich die Bögen haben? Ja, der will den Bogen. Einen seltenen Pfeil. Na gut, so ein richtig krasser Bogen wie der hier. Könnte schon ganz stark sein. In Kombination mit so einem Backsteinpfeil. Ich brauche auch den seltenen Bogen hier. Den verlorenen Funke braucht man hier. Dann kriegt man nochmal Bogenschieß-Quest. Giftpfeile zum Beispiel wären auch ganz praktisch. Hier Feuerpfeile. Du willst einfach nur generellen Pfeil.
Ach, guck mal, hier hätte ich das den Flammenedelstein selber auf jeden Fall gebraucht. So, von dem Bogenzeug ist nichts mehr übrig. An dem Funken, den kann ich trotzdem gleich abgeben. Bei ihm hier. Muss aber das sagen, wir haben heute bisher kaum was erreicht. Ich würde tatsächlich sogar noch mal eine Quest hinterher schmeißen. Wir haben jetzt den versauberten Sumpf freigeschaltet. Da muss man mit Mana kämpfen. Homeplant, das kann man den Enchanted Spawn. Oh, ich hätte mal vorlesen sollen, was er sagt. Ja, finde den verzauberten Sumpf. Wie gesagt, wir haben halt nichts erreicht sonst. Deswegen mache ich jetzt noch eine Quest. Ich würde eventuell den Bogenschießunterricht sonst sogar noch mal wiederholen. Oder ich würde mich noch mal an eins von denen hier versuchen. Komm, ich versuche mich noch einmal an der Eiscreme. Okay. Nee, da würde ich die Metalllegierung nehmen. Überlegen. Ich habe einige Sachen, die ich zurückschicken würde. Den Bonsai, das Dynamit, Armbrust plus das hier. Und die Machete schicke ich tatsächlich auch mit nach Hause. Und für den Fall, dass man einen Schlüssel gebraucht wird, schicke ich auch den Schlüssel nach Hause. So. Konnte ich den richtig gut verwerten. Das Hackbeil bringt mir nichts. Heil mich mal. Wir waren noch nie im Sumpf, auch in den Sumpf. Haben wir noch was Neues heute? Okay. Mir wird hier angezeigt, wie viel ich sammeln kann. Oder warum das denn auf einmal? Ah nee, so viele Felder kann ich laufen, dann nichts einsammeln kann. Okay, ich muss es mir schnell holen. Alter, wie viel Schaden macht ihr denn? Ich muss ja die ersten Runden jetzt erstmal komplett nur blocken. Okay, verzieh dich ruhig. Ah, okay. Wenn man den verprügelt, dann macht er weniger Damage. Den muss man instant eine runterhauen. Ich nimm das mal. Okay, ich dachte, ich hau die eine runter und überlebe die Runde. Ja, gestorben. Ich schicke das Relikt nach Hause und kehre nach Odaeria zurück.
jetzt sogar noch mehr zurückschicken können. Danke, dass du mein Zeug zumindest nach Hause geliefert hast. Kann ich das irgendwo abgeben? Das kann ich unten abgeben. Erstmal die Sachen abgeben, die ich bei dem Pfeiltyp abgeben kann. Hier. Ich weiß nicht, was das Bowblade bringt, aber ich habe es. Das Dynamit brauchte ich ja dafür. Dafür habe ich die Armbrust mitgenommen. Das Relikt, das würde mir auch nicht viel bringen, das zu verkaufen. Eventuell kommt ja irgendeine Forschung, wo ich ein Relikt brauche. Forschung dreht sich alles um sorgfältiges Denken und Anpassung. Niemand finanziert Forschung für Dinge, die wir bereits wissen. Ach, du kannst diese Art von geistiger Flexibilität lernen. Ach, nö. Ich hoffe, das hilft dir. Noch eine Quest. Bauen wir jetzt noch die Taverne. Die wird irgendwann noch umgebaut. Sägewerk könnte ich auch noch mal bauen. Dann würde ich ein bisschen mehr Baumaterial bekommen. Baumaterial ist das, was mir am meisten fehlt. Wäre gar nicht so dumm, das aufzustellen. Direkt neben den anderen Sägewerk. Und noch mehr Items, die hier abgeliefert werden wollen. Getränke auch noch. Kann die ganzen Dinger für die Runs freischalten, die Konsumdinger. Die blaue Hose ist. Eine leicht stärkere Version, leicht. Den Bonsai-Baum konnte ich wenigstens instant abgeben. Wenn ich das abgeben kann, dann wird das mir auch angezeigt, wenn da drunter ein grüner Balken ist. Irgendwer wird diesen Brief noch haben wollen. Na gut, ich habe jetzt auf Spiel speichern gedrückt. Heutiger Abend war ja nicht sonderlich erfolgreich in jeglicher Hinsicht. Hätte wirklich besser laufen können. Mehr als die Hälfte der Runs haben wir verkackt. Aber daran lässt sich nichts ändern. Ich hoffe trotzdem, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, später auf YouTube natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Weil ich das ja auch noch irgendwann hochlade. Auf Twitch natürlich ein Follow, beides ist gegenseitig verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich von den YouTube-Zuschauern als erstes. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr zuschaut.